Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Wie es so ist, ist ja nicht jedes Thema gleich interessant. Und daher habe ich beschlossen, dass ich mir für die ganz langweiligen Themen eine Hilfskraft hole. Ich habe da einfach mal meinen ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden gefragt, der hat sowieso nichts zu tun. Und da er sowieso sein ganzes Leben lang ungefragt Ratschläge gibt, hat er ja gesagt. Deshalb übergebe ich jetzt einfach mal an den Jens. Seid nett zu ihm, der ist schon ganz alt. Wenn ihr ihn trefft, müsst ihr auch ganz laut sprechen, damit er euch hört. Leider hat er auch keine Ahnung, was so Internet bedeutet. Der kennt nur noch das Schwarz-Weiß-Fernsehen aus den 30ern. Seid also ganz, ganz lieb zu ihm. Also Jens, bitte übernehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten. Auf Facebook wurde gefragt... Jens, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Hallo Internet! Guck mal, jetzt dürft ihr mal einen richtigen Bär sehen. Auf Facebook haben einige Leute gefragt, wann der Vorsitzende ohne Beschluss des Betriebsrats handeln darf. Das ist ganz einfach. Gar nicht. Gibt natürlich Konstellationen, wo du in einer Verhandlung bist mit dem Arbeitgeber und du hast irgendwas Wichtiges und Schnelles, dann kann es sein, dass du etwas mit dem Geschäftsführer besprichst, aber dann musst du in dem Gespräch zu dem Geschäftsführer sagen, also das ist ein Weg, den kann ich mir vorstellen, weil ich muss mein Gremium fragen. Und nur wenn die dann zustimmen, dann können wir das auch so machen. Wenn er das noch nicht kennt, so eine Ansage von euch, dann wird er jaulen und sagen, ja, hast du dein Gremium nicht im Griff? Das muss aber schnell gehen, so viel Zeit haben wir nicht. Ach, die werden das schon machen. Aber über die Stöckchen dürft ihr nicht springen. Ihr müsst das sagen, ihr braucht den Beschluss des Gremiums, ohne dass das läuft nichts, dass ihr ohne Beschluss nicht handeln könnt. Wenn er es gar nicht verstehen will, verweist ihr auf die Gesetzeslage. Dann beruft ihr eine Sitzung ein. Ihr tragt das vor, was so besprochen worden ist. Ihr diskutiert das. Das Gremium fasst einen Beschluss und dann könnt ihr dem Arbeitgeber mitteilen, wie die Beschlusslage ist. Manchmal versucht ja auch der Arbeitgeber ganz gezielt, den Vorsitzenden alleine abzugreifen, damit er das blöde Gremium nicht dabei hat. Ihr schnappt ja den, wenn der gerade auf dem Flur sich einen Kaffee holt und sagt, guck mal hier, lass das mal eben besprechen. Das geht natürlich gar nicht. Gilt ja immer der Grundsatz des Vier-Augen-Prinzips. Sobald der Geschäftsführer angetanzt kommt, will mit euch sprechen, sagt ihr Moment mal und holt noch einen zweiten. Aber selbst wenn ihr zu zweit mit ihm spricht, braucht ihr natürlich immer einen Beschluss des Betriebsrats. Grundlage jedes Handels des Betriebsrats ist der Beschluss. Und deswegen ist der Vorsitzende auch nur der Sprecher des Betriebsrats. Der Vorsitzende kann nur die Beschlüsse des Gremiums, die es gefasst hat, verkünden gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist die einzige Funktion, die den Vorsitzenden von den anderen BR-Mitgliedern unterscheidet. Der Grund, warum das so ist, ist ein Zweifacher. Zum einen soll sichergestellt werden, dass das Gremium, immer das Gremium, das Heft in der Hand hat, nie der Einzelne. Deswegen kann es eigentlich keine Paschas unter den Betriebsräten geben, die alles alleine machen. Und der andere Grund ist, um die einzelnen Leute abzusichern. Nicht nur den Vorsitzenden, sondern auch alle anderen Betriebsratsmitglieder. Wenn zum Beispiel ein Betriebsratsmitglied auf der Betriebsversammlung irgendwelche Zahlen nennt, weil ihr irgendwas erreichen wollt und ihr habt darüber keinen Beschluss gefasst, dann ist dieses einzelne BR-Mitglied angreifbar. Dann kann der Arbeitgeber sagen, hier, Betriebsrat XY, der hat das gesagt und dann kann er versuchen, ihn zu kündigen. Habt ihr darüber keinen Beschluss, ist dieser einzelne BR angreifbar. Habt ihr darüber einen Beschluss, dann setzt dieses BR-Mitglied nur den Beschluss des Betriebsrats um. Und der BR als Ganzes, der ist nicht kündbar. Und dann seid ihr raus aus der Nummer. So, das Wichtigste ist gesagt. Ich gebe nochmal an Markus. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so gelangweilt wie ich. Den Jens habe ich jetzt erstmal ins Bett gebracht. Vielleicht seht ihr den nochmal wieder. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Und tschüss.